Heute geht es um zweierlei. Es geht darum, wie ihr eure Partnersuche so effektiv wie möglich gestalten könnt und es geht außerdem um eine Buchvorstellung. Und zwar genau gesagt um die Vorstellung meines eigenen Buches. A Perfect Match, Online-Partnersuche aus psychologischer Sicht. In diesem Buch fasse ich den psychologischen Forschungsstand ziemlich umfassend zusammen, um auf dieser Basis eine Reihe von Ratschlägen geben zu können, wie ihr die Effektivität eurer Partnersuche tatsächlich erhöhen könnt. In meinem heutigen Video stelle ich exemplarisch einige zentrale Themen und Ratschläge vor, von denen ihr auch dann profitieren könnt, wenn ihr mein Buch nicht lest. Aber natürlich hoffe ich auch auf viele neue LeserInnen. Ihr könnt das Buch gerne bei uns bestellen. Den Link habe ich euch dazu unten in der Infobox angegeben. Genauso gut könnt ihr das Buch über den Buchhandel oder auch über den Online-Buchhandel bestellen. Es gibt das Buch auch als ein E-Book und es ist möglich, ein wenig in das E-Book hineinzulesen, bevor ihr euch dezidiert zum Kauf entscheidet. Den Link zum E-Book findet ihr ebenfalls unten in der Infobox. Nutzt bitte die kurze Unterbrechung, um meinen Kanal zu abonnieren, wenn du dich für Themen der Psychologie von Beziehungen und Partnersuche interessiert. Außerdem schreibt mir gerne eure eigenen Erfahrungen, Ansichten und Meinungen unten in die Kommentare. Alle Kommentare werden von mir beantwortet. Gleich geht es weiter, bleibt dran! Dating und Beziehung, der Videopodcast zur Beziehungspsychologie.de. Mein Buch gliedert sich in die vier großen Abschnitte: Vorbereitung auf die Partnersuche, die geeignete Plattform wählen, Start des Online-Dating und von der Partnerwahl zum Beziehungserhalt. Eine der Fragen, die wir uns unbedingt noch vor Beginn unserer Partnersuche stellen sollten, lautet: Was kann ich selbst dafür tun, damit meine Partnersuche erfolgreich wird? Erfolgreich bedeutet, dass tatsächlich eine Partnerfindung stattfindet und dass nachfolgend die Partnerschaft glücklich wird. Eines der ganz großen Themen in der Psychologie zu dieser Fragestellung ist unter der Volksweisheit bekannt: Gleich und gleich gesellt sich gerne. Je ähnlicher sich PartnerInnen in ihrer Persönlichkeitsstruktur sind, desto zufriedener und stabiler ist auch ihre Beziehung. Eigentlich ganz klar, oder? Entsprechend jedenfalls gingen viele davon aus, dass der Schlüssel zum Erfolg bei der Partnerfindung darin besteht, eine andere Person kennenzulernen, deren Persönlichkeit in ihrer allgemeinen Struktur mit unserer eigenen Persönlichkeit möglichst gut übereinstimmt. Ich habe bisher in der Vergangenheit gesprochen und dies macht bereits deutlich, dass irgendetwas an dieser Idee offenbar nicht ganz stimmt. Und so ist es auch. Denn all diese Studien haben es sich zu einfach gemacht. Sie haben die Ähnlichkeit von PartnerInnen erhoben, sie haben die Beziehungszufriedenheit erhoben und dann beides miteinander korreliert. Das genügt jedoch nicht. Warum? Weil eben nicht nur die Ähnlichkeit in der Persönlichkeitsstruktur sich auswirken kann, sondern weil auch die Persönlichkeitsmerkmale selbst einen Einfluss auf unsere Beziehungszufriedenheit haben. Und dies sei verdeutlicht an einem Beispiel. Nehmen wir soziale Verträglichkeit. Unter sozialer Verträglichkeit verstehen wir Merkmale wie Freundlichkeit, Zugewandtheit, Empathie, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft. Alles sehr positive Merkmale, die eigentlich die meisten von uns sich bei PartnerInnen durchaus wünschen. Und dies bedeutet für die Partnersuche, dass wir allgemein, meistens jedenfalls, eher nach sozial verträglichen als nach sozial unverträglichen Personen suchen. Und dies tun alle. Also sowohl diejenigen, die selbst sozial verträglich sind, wie auch die anderen, die selbst eher sozial unverträglich sind. Ergebnis daraus wiederum ist, dass bezüglich sozialer Verträglichkeit sich Personen, die selbst sozial verträglich sind,
typischerweise mit ihren PartnerInnen sehr ähnlich sind. Personen, die selbst sozial unverträglich sind, sind sich demgegenüber mit ihren PartnerInnen bezüglich sozialer Verträglichkeit etwas weniger ähnlich. Einerseits sind sie offener für sozial unverträglichere Personen, das stärkt die Ähnlichkeit. Andererseits präferieren sie aber auch soziale verträgliche Personen. Dann gibt es auch immer mal wieder die ein oder andere eher sozial verträgliche Person, die sich durchaus auf eine Beziehung mit einer eher sozial unverträglichen Person einlässt. Und jetzt sehen wir noch etwas. Die sozial verträglichen Personen leben in glücklicheren partnerschaftlichen Beziehungen im Durchschnitt, das sind alles nur Durchschnittswerte, als die sozial unverträglicheren Personen. Ja, und nun könnte man sagen, das ist ein Effekt der Ähnlichkeit. Denn die sozial verträglicheren Personen sind sich mit ihren PartnerInnen ja ähnlicher als die sozial unverträglichen Personen. Oder umgekehrt eben, die sozial unverträglicheren Personen sind sich eher unähnlicher, jedenfalls im Vergleich zu den sozial verträglichen Personen, und deshalb sind sie unglücklicher. Stimmt aber nicht. Die Logik ist falsch. Denn in Wirklichkeit sind die sozial verträglicheren Personen in ihren Beziehungen deshalb glücklicher, weil sie sozial verträglich sind und weil auch die PartnerInnen eher sozial verträglich sind und weil die soziale Verträglichkeit an sich das Beziehungsglück verbessert. Und die sozial unverträglichen Personen sind nicht deshalb unglücklicher, weil sie unähnlicher sind, sondern sie sind unglücklicher, weil sie sozial unverträglich sind und weil dies das Beziehungsglück mindert. Und wenn sie dann auch noch sozial unverträgliche PartnerInnen haben, werden sie nicht glücklicher, was die Ähnlichkeitshypothese annehmen würde, sondern sie werden eher noch unglücklicher, weil es tatsächlich die soziale Verträglichkeit oder die soziale Unverträglichkeit ist, die sich direkt auf das Beziehungsglück auswirkt. Sprich, in neueren Studien wurde für den Einfluss der Persönlichkeitsmerkmale an sich auf die Beziehungszufriedenheit kontrolliert, bevor nachfolgend der Rest sozusagen der Ähnlichkeit in diesen Persönlichkeitsmerkmalen zwischen den PartnerInnen mit in die Auswertung einbezogen wurde. Und dann zeigt sich, und zwar für alle Persönlichkeitsmerkmale, auch für Extraversion versus Introversion, emotionale Labilität, Gewissenhaftigkeit etc., dass der ursprünglich als Ähnlichkeitseffekt gedeutete Befund einer höheren Zufriedenheit bei Ähnlichkeit stark abnimmt und sehr oft sogar ganz verschwindet. In der Bilanz ist es letztendlich so, dass allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, wenn überhaupt, einen nur sehr kleinen Effekt auf unsere Beziehungszufriedenheit haben. An solche Befunde haben dann die Psychologen Finkel und Kolleginnen angeschlossen und 2012 einen sehr einflussreichen Artikel über das Online-Dating im Sinne einer kritischen Analyse des Online-Datings aus Sichtweise der Psychologie veröffentlicht. Und sie gelangen dabei zu dem beeindruckenden Schluss, dass die Ähnlichkeit in allgemeinen Merkmalen einen höchstens so geringen Einfluss auf die Beziehungszufriedenheit ausübe, dass es gar nicht möglich sei, für irgendwelche Matching-AnbieterInnen auf der Basis der Ähnlichkeit von Personen diese miteinander auf eine Art und Weise zu matchen, dass sie in Partnerschaften besonders glücklich miteinander werden. Im Buch ist diese Diskussion, sind die Argumente von Finkel genauer dargelegt und gleichzeitig gelange ich zu dem Schluss, dass sie Recht und doch auch Unrecht haben. Entscheidend für unser Beziehungsglück ist nicht, ob wir beispielsweise beide extravertiert oder beide introvertiert sind. Entscheidend ist etwas ganz anderes. Entscheidend ist, dass in den Merkmalen,
eine Kompatibilität besteht, sodass wir gemeinsam etwas miteinander aufbauen können, die uns wirklich am Herzen liegen oder anders formuliert. Unähnlichkeit wird ausschließlich dann zum Problem, wenn Sie solche Fragestellungen oder Bereiche unserer Person, unserer Lebensziele, unserer Beziehungsvorstellungen betrifft, die es einfach nicht mehr zulassen, dass wir das, was wir eigentlich anstreben, umsetzen können, wenn die andere Person eine gegenteilige Ansicht vertritt oder im gegenteiligen Spektrum der Merkmalsausprägung liegt. Und es geht sogar noch weiter. Was für die eine Person ein zentrales Merkmal ist, wo eine Übereinstimmung unbedingt vorliegen sollte, ist für eine andere Person womöglich völlig irrelevant. Dafür habe ich ein Beispiel im Buch gegeben, was ich noch mal ganz kurz rekapituliere. Nehmen wir einmal an, eine Person lebt vegan. Und dieser Person liegt die vegane Lebensweise sehr am Herzen. Sie vertritt sie aus ethischer Sichtweise. Sie möchte nämlich nicht, dass wir Tiere töten, und sie möchte auch unsere Umwelt schützen. Offensichtlich würde nun eine Beziehung in Kollisionen geraten, wenn diese Person jemanden als Partner oder Partnerin kennenlernt, der Fleischer ist und das auch keineswegs ändern möchte. Hier wären tiefgreifende Konflikte in allen Bereichen des Lebens geradezu vorhersehbar. Nehmen wir einen anderen Fall von einer Person, die allein deshalb vegan lebt, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie damit leichter abnehmen kann. Das gibt es ja durchaus auch. In diesem Fall ist es aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt kein Problem, wenn ein Partner oder eine Partnerin gerne Fleisch isst. Vielleicht denkst du jetzt, warum erzählt er das jetzt alles? Nun, ich erzähle es deshalb, weil dies ein wichtiger Aspekt des ersten Kapitels der Vorbereitung auf die Partnersuche in meinem Buch ist. Es geht nämlich um die Frage, wer bin ich und wen suche ich? Und diese Frage können wir nur dann wirklich zielführend beantworten, wenn wir uns selbst tatsächlich kennen, dahingehend, dass wir unsere Prioritäten richtig einordnen können und auf dieser Grundlage wiederum uns dann fragen, welche Merkmale sollte oder muss eine andere Person mitbringen, damit sie zu diesen Prioritäten passt. Und genau hierzu gibt euch jetzt dieses erste Kapitel eine ganze Menge an Anregungen, indem es euch quasi Stimulusmaterial zur Verfügung stellt, über das ihr reflektieren könnt oder welches automatisch bei euch im Rahmen eines Brainstormings, es gibt auch mehrere Brainstorming-Übungen dazu, Assoziationen auslöst, die euch helfen, hier zu einem Mehr an Klarheit zu bekommen. Wesentliche Aspekte sind unter anderem unsere Werthaltung, unser Umgang mit Sexualität und wie wir Sexualität in Beziehungen gestalten wollen, unser Lebensstil und vieles weitere, was im Buch benannt wird und was euch dabei hilft, tatsächlich eure Prioritäten zu ordnen, sich über die Prioritäten im Klaren zu werden und auf dieser Grundlage dann auch feststellen zu können, oh ja, das sind eigentlich jetzt die entscheidenden Faktoren für meine Partnersuche, während viele andere Dinge, an die wir vielleicht als erstes denken, Partnerin sollte möglichst humorvoll sein zum Beispiel, in Wirklichkeit gar nicht solch eine zentrale Rolle spielen. Ja, und wenn wir schon über uns selbst nachdenken und darüber, welche Merkmale PartnerInnen möglichst aufweisen sollten, dann können wir natürlich auch unsere Vergangenheit nicht ganz aussparen. Und ich rede spezifisch von unserer Beziehungsgeschichte. Psychologische Befunde zeigen nämlich, dass wir dazu neigen, uns immer wieder ähnliche Personen als PartnerInnen zu suchen, wie wir sie bereits in Form unserer Ex-PartnerInnen kennengelernt hatten. Das ist natürlich ein Problem, denn meistens verlieren wir PartnerInnen ja nicht dadurch, dass diese sterben, sondern meistens kommt es zu einer Trennung, weil es eben doch nicht gepasst hat. Neigen wir jetzt dazu, ständig nach ähnlichen Personen zu suchen, landen wir oft vom Regen in der Traufe. Und glücklicherweise können wir dies durch bewusste Reflexion verhindern.
hindern. Es geht aber nicht nur um Merkmale bei PartnerInnen, sondern es geht auch um Verhaltensweisen, Erlebensweisen, um Merkmale bei uns selbst. Unsere vergangenen Beziehungen scheiterten in der Regel ja nicht ausschließlich an den anderen Personen, sondern wir selbst haben eigene Anteile in das Scheitern mit eingebracht. Und genau diese ungünstigen eigenen Anteile können sehr schnell in künftigen Beziehungen wieder reaktiviert werden und am Ende ist das Ergebnis genauso schlecht. Das aber wollen wir natürlich gerne verhindern, wenn wir uns erneut auf Partnersuche begeben. Auch hierüber geht es im ersten Kapitel meines Buches und dazu zeige ich euch jetzt ein wenig mehr. Häufig scheitern Partnerschaften an Extremen. Das heißt, wir verhalten uns in der einen oder anderen Art und Weise extrem, was sich ungünstig auf die Beziehung auswirkt. Und ihr versteht jetzt auch gleich, was ich darunter meine, denn hier seht ihr jetzt eine Liste von Merkmalen, das ist aus dem Buch entnommen und ich lese euch einfach mal etwas vor. Hilfsbereitschaft in der Mitte, in der ersten Zeile, ist fraglos etwas Gutes und Positives. Bewegen wir uns jetzt aber nach links, dann steht dort ein Extrem, nämlich Egoismus. Und Egoismus wirkt sich auf partnerschaftliche Beziehungen gar nicht günstig aus. Bewegen wir uns nicht nach links, sondern von der Hilfsbereitschaft nach rechts, lesen wir dort Selbstaufopferung. Und auch Selbstopferung ist ein Extrem und macht uns dauerhaft nicht glücklich, weil wir ständig unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und dadurch unzufrieden und frustriert werden. Was diese Liste euch jetzt möglich macht, ist eure vorangehenden Beziehungen, die letzte Beziehung oder auch einen Durchschnitt über alle Beziehungen zu analysieren, indem ihr ankreuzt, was bei euch der Fall war. In der Mitte steht jeweils das funktionale Merkmal, was sich günstig auswirkt auf die Beziehung. Links und rechts demgegenüber stehen Extreme. Und wenn diese Extreme bei euch in vergangenen Beziehungen aufgetreten sind, dann haben sie aller Wahrscheinlichkeit nach mit zum Scheitern der Beziehung beigetragen. Und es ist wichtig, dass ihr dies wisst, damit es sich nicht wiederholt. Ihr könnt hier also quasi euer Profil der Funktionalität eurer Beziehungsgestaltung selbst erstellen und aus diesem Profil dann für die Zukunft Schlüsse ziehen. Ich stelle einfach mal 4, 5 weitere Merkmale vor, damit es inhaltlich noch ein bisschen klarer wird. Eigenständigkeit. Eigenständigkeit ist durchaus etwas Gutes. Gehen wir nach links, steht dort aber Rückzug und das schadet partnerschaftlichen Beziehungen. Gehen wir nach rechts, ist es die Abhängigkeit. Abhängigkeit macht uns ebenfalls nicht glücklich. Sie führt zu einer asymmetrischen Beziehung. Oder Konfliktbereitschaft. Konfliktbereitschaft ist positiv. Klären wir Konflikte, können wir nämlich zu Lösungen gelangen, die die Beziehungsqualität verbessern. Dadurch kann eine Beziehung wachsen. Links von der Konfliktbereitschaft steht die Konfliktvermeidung. Und Studien zeigen, dass Beziehungen besonders unglücklich werden, wenn Konflikte systematisch vermieden werden. Klar, die Probleme bestehen nämlich fort. Rechts von der Konfliktbereitschaft steht nun die Aggressivität. Das ist eine Form der destruktiven Konfliktklärung. Und die wiederum führt dazu, dass andere Personen verletzt werden. Dann schaukelt sich die Aggressivität oft hoch und nicht selten steht am Ende sogar eine Trennung. Also Aggressivität wollen wir ebenfalls vermeiden. Problemlösung. Problemlösung ist ein dezidiert positives Merkmal. Das heißt, wir analysieren den Ist-Zustand, wir analysieren einen Soll-Zustand und wir suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, um vom Ist in das Soll zu gelangen. Links von Problemlösung steht Ausblendung. Wir stecken einfach mal den Kopf in den Sand. Helfen tut das nun leider gar nicht. Das Kamel wird trotzdem vom Auto überfahren. Rechts steht Katastrophisieren. Katastrophisieren führt einfach nur dazu, dass wir in den Panikmodus gelangen und dann sind wir blockiert und können die Probleme nicht mehr beheben. Ja, und in dieser Übung in dem Buch wird euch empfohlen, dass ihr, nachdem ihr dieses ganze Profil mal angekreuzt habt, einfach einen kurzen Text schreibt, wo ihr die Kreuze quasi zusammenfasst und damit zum Ausdruck bringt, was in den letzten Beziehungen womöglich falsch gelaufen ist.
Und ich lese euch einfach einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch vor, damit ihr versteht, was damit gemeint ist und wie hilfreich das sein kann. Das war schiefgelaufen. In der Beziehung mit Jan habe ich mich zu sehr aufgeopfert und dabei meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Dadurch bin ich in eine abhängige Position gekommen. Ich habe auch ganz am Anfang nicht klar genug gemacht, dass mir ausgeglichene Rollen wichtig sind und habe nicht sehen wollen, dass Jan hierzu womöglich von Anfang an nicht bereit war. Anstatt eine offene Klärung zu versuchen, habe ich geklammert, habe gleichzeitig aus Angst aus Mücken Elefanten gemacht, katastrophisiert. Lange habe ich zu Konflikten geschwiegen und meinen Kopf in den Sand gesteckt. Wenn mir dann aber alles zu viel wurde, bin ich ausgerastet. Und nun könnt ihr dazu auch noch einen kurzen zweiten Text verfassen, der deutlich macht, was ihr künftig anders machen wollt. Hierauf werde ich künftig achten. Künftig möchte ich in einer Partnerschaft mich nicht mehr selbst nur aufopfern, sondern auf meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen achten und diese zum Ausdruck bringen. Ich möchte von Anfang an auf Wechselseitigkeit achten und bestehende Probleme und Konflikte ansprechen, um zu einer Lösung zu gelangen. Vorwürfigkeit und Aggressivität möchte ich dabei vermeiden. Stelle ich bereits kurz nach dem Kennenlernen fest, dass es nicht passt und die andere Person sich nicht einlassen will, grenze ich mich rechtzeitig ab. Damit bin ich auch schon fast am Ende des ersten Kapitels angelangt. Es gibt noch viele weitere Übungen und viele weitere Inhalte und Themen, die in diesem ersten Kapitel eine Rolle spielen. Aber ich denke, ihr habt bereits einen ganz guten Eindruck gewonnen. Als allerletztes vielleicht noch die Anmerkung. Wenn ihr nun wisst, was ihr vielleicht früher falsch gemacht habt und wenn ihr daraus abgeleitet habt, was ihr künftig anders handhaben möchtet, dann könnt ihr euch dies zum Beispiel ausdrucken oder ihr schreibt es mit der Hand auf und ihr speichert es. Und dann liegt es irgendwo in einer Schublade von euch. Und später könnt ihr euch dies wieder anschauen. Und das kann ein ganz wichtiger Prompt sein, um zu erkennen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid oder doch noch einmal etwas ändern müsst. Apropos etwas ändern. Partnersuche wird von mir nicht einfach nur als Partnersuche, sondern als eine Phase in eurer Persönlichkeitsentwicklung gesehen. Ihr reflektiert über euch selbst, ihr reflektiert über eure vergangenen Beziehungen, ihr reflektiert über das künftige Beziehungsverhalten, was ihr gern zeigen wollt. Aber nun haben wir ja das Problem, dass wir häufig Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Oder wir tun Dinge nicht, die wir eigentlich tun sollten. Es geht also um unsere Selbstregulation. Und eine positive Selbstregulation kann uns bei der Partnersuche, der Partnerfindung und der Beziehungsgestaltung enorm helfen. Und übrigens sind auch Personen, die eine gute Selbstregulation zeigen, beliebter und finden bei der Partnersuche eine höhere Resonanz. Und zur Vorbereitung auf die Partnersuche gehört es daher auch dazu, an der eigenen Selbstregulation zu arbeiten, wenn in diesem Bereich Defizite bestehen. Und auch hierfür werden in dem Buch zahlreiche Hinweise und Methoden benannt. Und nur eine gebe ich als ein Beispiel, damit ihr so ungefähr wisst, was ihr da so tun könnt. Vorbereitung auf Komplikationen. Dazu gibt es Studien aus dem Suchtbereich, zum Beispiel aus dem Bereich Abstinenz von Nikotin, aufhören zu rauchen. Dort konnte in einer Studie gezeigt werden, dass allein eine 20-minütige Übung, wo die Betreffenden, die aufhören wollen zu rauchen, darüber nachdenken, was für Komplikationen oder Situationen in der Zukunft auftreten könnten, die sie dazu verleiten werden, wieder zu rauchen und was sie dagegen in diesem Moment tun können. Allein 20 Minuten einer solchen Übung waren hocheffektiv, um in einen langfristigen Verlauf in der Zukunft
die Rückfälligkeit tatsächlich zu verhindern. Also eine Methode der Selbststeuerung besteht darin, sich vorab bestimmte Komplikationsmöglichkeiten und alternative positive Umgangsweisen mit diesen Komplikationen zu überlegen. Wenn ihr dies tut, und das gilt eben auch für Partnersuche und Partnerfindung, dann steigen die Chancen, dass es euch tatsächlich gelingt, Vorsätze umzusetzen. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Bitte sei so lieb und gib meinem Video unten einen Like und abonniere auch meinen Kanal. Du wirst dann auch über neue Videos zur Psychologie von Beziehung und Partnersuche jederzeit informiert. Und damit bin ich auch bereits beim großen Abschnitt 2, die geeignete Plattform finden. Das Buch macht übrigens keine Werbung für spezifische Plattformen. Dass ich Gleichklang gegründet habe, wird auch nur kurz bei der Darstellung zum Autor als Teil meiner Biografie berichtet. Ansonsten würden LeserInnen des Buches überhaupt nicht wissen und auch nicht bemerken, dass ich quasi hinter Gleichklang stehe. Was aber dargestellt wird, sind die unterschiedlichen Typen von Dating-Plattformen und es werden euch ganz konkret Kriterien gegeben, wie ihr entscheiden könnt, welcher Typ von Plattform und auch welche spezifische Plattform, wenn ihr sie gerade kennengelernt habt, durch Überprüfung dieser Kriterien, für euch tatsächlich geeignet ist und welche nicht. Ja, und ein großer Typ sind natürlich die Dating-Apps. Tatsächlich haben die Dating-Apps einen so starken Einfluss auf uns ausgeübt, dass im Grunde die meisten, wenn sie an Partnersuche denken, heute an Dating-Apps denken. Das habe ich neulich auch in einer Journalistinnenanfrage festgestellt, wo nämlich gefragt wurde, was können wir tun, damit wir möglichst viele Matches haben. Die Theorie der Dating-Apps ist viel, viele Vorschläge bedeutet viele Chancen. Dann die zweite Theorie, alles hängt vom Äußeren ab. In Sekundenbruchteilen entscheiden wir, ob jemand in Frage kommt, allein aufgrund eines Fotos. Und wenn das alles so richtig wäre, dann würde ich einmal annehmen, dass die Single-Raten sich in den letzten Jahren stark reduziert haben, denn wir haben ja so viele Kontaktmöglichkeiten durch die Dating-Apps wie noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das Gegenteil ist aber der Fall, obwohl ca. 93% aller Erwachsenenumfragen sagen, eine partnerschaftliche Beziehung ist für mich eines meiner wichtigsten Lebensziele, steigen die Single-Raten systematisch seit Jahren an. Die Dating-Apps sind also keineswegs der Stein der Weisen für die Partnersuche. Ich denke, dies können wir bereits jetzt festhalten. Weitere Studien zeigen, dass die Motive für die Nutzung von Dating-Apps extrem heterogen sind. Es ist also keineswegs so, dass das Motiv, eine Liebesbeziehung zu finden, dort dominieren würde. Viel wichtiger sind andere Motive, wie zum Beispiel Trendorientierung oder auch die Befriedigung von Erlebnishunger. Es gibt auch Motive zur Selbstbestätigung, sich einfach einmal austesten, wie hoch ist meine Resonanz. Und es gibt natürlich auch Motive für erotische Kontakte. Es gibt außerdem eine ganze Reihe von Menschen bei den Dating-Apps, die sich auf den virtuellen Chat gerne beschränken und die gar nicht das Interesse haben, sich auch tatsächlich kennenzulernen. Entsprechend legen auch eine Reihe von Personen gleich mehrere Profile an, um diese virtuelle Ebene noch effektiver und intensiver pflegen zu können. Problem bei der ganzen Sache ist, die Suche nach einer festen Beziehung wird dadurch zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil es eine so große Auswahl an scheinbar geeigneten Personen gibt, dass es schwer möglich ist, die tatsächlich geeignete Person überhaupt kennenzulernen und dann mit ihr in Kontakt zu treten. Und das liegt auch daran, weil wir in eine Einstellung, ein Grundmuster katapultiert werden, wo wir uns immer wieder auf den nächsten Vorschlag, auf das nächste Profil freuen und denken, ach, vielleicht kommt da noch eine bessere Person vorbei. Und das kann einfach im Einzelfall unsere Bindungsbereitschaft senken. Zudem zeigen Studien, dass mit wachsender Anzahl an Alternativen, also höherer Anzahl an Profilen beim Online-Dating unsere Entscheidungen schlechter werden. Das hat sich gezeigt in einer Studie, da wurden die Teilnehmenden zuerst gebeten, einmal zu beschreiben, was so das Ideal der in Frage kommenden Person wäre. Was ist also unser Idealpartner, unsere Idealpartnerin? Danach wurden diesen Personen eine unterschiedliche Anzahl an Online-Profilen vorgegeben, mit der Bitte, diejenigen die nun herauszusuchen, die sie gerne treffen wollen. Und das Ergebnis war folgendes. Je mehr Profile
den Teilnehmenden angezeigt wurden, desto stärker wichen die ausgesuchten Personen von den eigentlich als ideal angestrebten Personen ab. Bei wachsender Profilanzahl ist es den Personen also nicht mehr gelungen, ihre tatsächlichen Suchkriterien überhaupt noch zugrunde zu legen. Wir sprechen hier von einem Choice Overload, der ist ganz intensiv untersucht worden in der Konsumentinnenforschung. Es ist beispielsweise so, unter 4 Sorten Marmelade können wir viel leichter und effektiver auswählen, zum Beispiel nach dem Anteil zugesetzten Zuckers, als unter 400 Sorten Marmelade. Wenn es zu viele Alternativen gibt, werden unsere Entscheidungen schlechter und dadurch entscheiden wir uns nach immer oberflächlicheren Auswahlkriterien. Und das ist für alle Entscheidungen, und das gilt natürlich ganz besonders für die Partnersuche, durchaus im Einzelfall verheerend. Mit all dem will ich überhaupt nicht jetzt hier vor Dating-Apps warnen, denn Dating-Apps können ganz andere Motive befriedigen, nämlich wir können dadurch unsere Langeweile vertreiben, wir können dadurch virtuell wunderbar miteinander chatten, wir können dadurch uns auch selbst erproben, nach erotischen Kontakten suchen und unsere momentane Zufriedenheit verbessern. Nur beruht das alles auf sofortiger Belohnung und Partnerfindung hat mit sofortiger Belohnung gar nichts zu tun. Partnerfindung ist ein seltenes Ereignis, was nur einmal eintreten muss. Die Partnerfindung tritt nicht deshalb mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf, weil du jetzt schon 20 Menschen getroffen hast oder weil du 300 Profile präsentiert bekommen hast. Überhaupt nicht. Sondern die Partnerfindung tritt ein, wenn eine wirklich passende Person in dein Leben tritt, du dies wahrnimmst, bemerkst, in Kontakt trittst und ihr dann tatsächlich feststellt, dass ihr für eine Beziehung miteinander geeignet seid. Bei den Dating-Apps ist diese Partnerfindung recht unwahrscheinlich, einfach weil die Nutzerinnen sich auf ganz andere Motive konzentrieren und die vielfältigen Dating-Aktivitäten eher Ablenkungsaktivitäten sind und es enorm schwer ist, unter diesen ganzen Aktivitäten dann wirklich eine passende Person herauszusuchen. Ja? Und insofern hängt es einfach von eurer Motivation ab, ob solch eine Dating-App für euch geeignet ist oder nicht. Aber auch zu den Partnervermittlungen lassen sich eine ganze Reihe von kritischen Anmerkungen machen. Und die erste kritische Anmerkung ist, und viele fahren ja darauf total ab, kostenloses Testen. Na, das ist doch gut. Denken ganz viele, für die Partnersuche wollen wir kein Geld ausgeben. Das ist ein ganz großer Irrtum. Denn kostenlose Angebote im Internet locken ganz viele Menschen und verlocken auch diejenigen, die womöglich gar nicht ernsthaft auf Partnersuche sind. Und wenn es kostenlos ist, dann kann ich mir auch gerne mal 2 oder 3 Profile anlegen. Und warum sollte ich mich abmelden? Ist ja sowieso kostenlos. Dadurch strömen halt ganz viele Menschen die Dateien ein, die gar nicht ernsthaft auf der Suche sind. Was ist nun die richtige Partnervermittlungsplattform für euch? Hier ist das Entscheidende, ob von diesen Vermittlungsplattform tatsächlich diejenigen Merkmale auch erhoben werden, die für euch selbst ganz zentral sind für eure Lebensgestaltung und für eure Beziehungsgestaltung. Das könnt ihr feststellen, indem ihr die entsprechenden Fragebögen ausfüllt. Wenn dann dort die Knackpunkte, die für euch wesentlich sind, enthalten sind, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Vermittlung auch eine Effektivität haben kann. Wenn ihr mal feststellt, das sind alles ganz allgemeine Fragen, die haben im Grunde mit dem, was mir wirklich ganz zentral am Herzen liegt, für eine Beziehung nichts zu tun, dann wird es der Plattform auch nicht gelingen, plötzlich wunderbar passende Matches herbeizuzaubern, sondern dann ist das im Grunde alles nur Zufall. Und einen weiteren Punkt vielleicht dazu auch noch. Wichtig ist auch, dass Fragen gestellt werden, von denen ihr vielleicht denkt, oh, die kommen für mich aber nun überhaupt nicht in Frage und das ist für mich gar nicht relevant. Wieso ist das wichtig? Nun, ich mache es deutlich an einem einzigen Beispiel. Es gibt Menschen, die haben starke Präferenzen für BDSM. Und dann gibt es wiederum andere Menschen, die sagen, ich möchte aber jetzt niemanden für eine Beziehung kennenlernen, der oder die starke BDSM-Präferenzen hat. Und ich denke, das ist auch völlig legitim, dass wir eben unsere unterschiedlichen Präferenzen haben. Wenn jetzt aber die Frage nach dem BDSM überhaupt nicht gestellt wird, dann kann das Merkmal ja auch überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und es haben ca. 10% der Bevölkerung starke BDSM-Präferenzen.
Präferenzen. Und so ist die Wahrscheinlichkeit durchaus hoch, zumal darüber dann auch meistens nicht einmal gesprochen wird, dass Menschen, die genau dies nicht wollen, mit Personen zusammenkommen, die solch eine starke Präferenz haben. Das kann dann in der Zukunft zu sexueller Unzufriedenheit, Frustration, mangelnder Offenheit, Doppelleben etc. führen. Das heißt, nicht nur das, was ihr positiv bejaht, sollte abgefragt werden, sondern sollten viele, viele Dinge abgefragt werden, die für die ein oder andere Person bedeutsam sind und damit im Zusammenspiel mit euch eben auch für euch eine Bedeutsamkeit für die Partnerfindung erlangen. Und stellt ihr eben fest, dass die Informationsausschnitte, die erhoben werden von einer Plattform, doch sehr begrenzt oder sehr allgemein sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das zugrunde gelegte Matching-System nicht besonders wirksam sein kann, eben auch, weil ja die psychologischen Befunde, wie ich euch vorhin dargestellt habe, belegt haben, dass die reine allgemeine Ähnlichkeit in einer Anzahl von Merkmalen in Wirklichkeit für die Beziehungszufriedenheit weitgehend irrelevant ist. Der dritte große Abschnitt des Buches lautet Start des Online-Datings. Tatsächlich geht es nicht ausschließlich um den Start, sondern die Phase von der Erstellung des eigenen Profils bis zum ersten Treffen. Und in diesem Abschnitt gebe ich euch eine ganze Fülle von Ratschlägen, wie ihr eure Partnersuche so effektiv wie möglich gestalten könnt. Woher kommen diese Ratschläge? Nun, ein Großteil stammt aus unseren eigenen Auswertungen, die wir seit 17 Jahren durchführen. Wir ermitteln nämlich ganz genau, welche Verhaltensweise unserer Mitglieder typischerweise mit einem erfolgreichen Ende und welche mit einem Misserfolg assoziiert sind. Und in dem Buch stelle ich euch diese Informationen allen zur Verfügung. Eine zweite Informationsquelle sind veröffentlichte psychologische Studien aus der Fachliteratur. Diese lese ich nämlich die gesamten Jahre über bereits sehr genau und in dem Buch sind etwas über 100 Studien referenziert. Ja, und eine dritte Quelle ist wiederum mein Online-Coaching, das, was ich dort an ganz individuellen Erfahrungen von Klientinnen höre. Und auch hier kommt es gar nicht so selten vor, dass in der Folge die entsprechende Person doch noch zum Erfolg gelangt. Dies wurde mir gerade vor ein paar Tagen wieder von einer Klientin mitgeteilt. Ich erwähne jetzt nur ganz wenige wesentliche Themen. Alles andere ist dann im Buch ausführlich, wie gesagt, dargestellt. Verabschieden müsst ihr euch unbedingt von der Idee, dass die Partnersuche eine Bewerbung sei. Das ist ein völlig falsches, ein katastrophal falsches Bild, was dazu führt, dass wir uns alle möglichst positiv darstellen und dann enttäuscht übereinander sind, wenn wir uns real begegnen und kennenlernen. Für den Erfolg der Partnerfindung, auch dafür, dass dann wirklich eine Beziehung glücklich wird, ist die absolute Ehrlichkeit von Anbeginn an das A und O. Oh, das gilt eben auch für unsere Schwächen. Erstellt also ein aussagekräftiges und ehrliches Profil, wobei dem freien Text ein ganz wichtiges Gewicht zukommt. Im freien Text solltet ihr darstellen, was ihr für eine Person seid, was euch wirklich wichtig ist im Leben, wie ihr euch eine Partnerschaft vorstellt. Ihr solltet aber auch zum Ausdruck bringen, dass ihr echt daran interessiert seid, die andere Person kennenzulernen. Und für die Fotos gilt, dass diese einen guten Eindruck von dem vermitteln sollten, wie ihr tatsächlich aussieht. Sie sollten also nicht geschönt sein und sie sollten auch nicht veraltet sein. Am besten ist eine Kombination aus Porträtfoto, zum Beispiel Handy, Selfie, spontanen Schnappschüssen und kontextuellen Bildern in eurem realen Lebensumfeld. Fragt, wenn ihr im Zweifel seid, eure Freundinnen, ob die Fotos tatsächlich authentisch und akkurat sind. Denn genau darum geht es, ein authentisches Foto einzustellen. Wichtig ist, immer den ersten Schritt zu tun, wenn ihr ein Profil seht und denkt, das könnte vielleicht interessant sein, dann solltet ihr auch immer sofort eine Nachricht schreiben. Tut ihr dies nicht, denkt nämlich die andere Person, ihr seid nicht interessiert, weil ihr euch ja das Profil angeschaut habt, aber nicht geschrieben habt. Das ist fast wie eine Absage. Schaut euch Profile immer zeitnah an. Tut ihr dies nämlich wiederum nicht, dann denken die anderen Personen irrtümlicherweise,
Ihr seid Karteileichen. Auch dann werdet ihr keine Nachricht erhalten. Auf eingehende Nachrichten bitte immer zeitnah antworten und dann recht bald zu anderen Kommunikationsmedien wie Telefon oder Videochat übergehen. Wenn das erste Treffen so verläuft, dass ihr denkt, ach, die andere Person ist sympathisch, dann ist das bereits ein ganz tolles Ergebnis, denn ungefähr die Hälfte aller Beziehungen beginnen nicht mit dem großen Verliebtsein oder dem großen Schmetterling im Bauch, sondern mit einer Sympathie, die sich schrittweise über weitere Treffen zu einer Liebe vertieft. Das Aussehen spielt bei der Partnersuche fraglos eine Rolle, aber bitte übertreibt es nicht, denn auch hier zeigen Studien, dass der allererste Eindruck, der ja sehr, sehr schnell entsteht, sich nochmal ganz erheblich im weiteren Kennenlernen verändern kann, bis hin dazu, ich sah sie plötzlich völlig anders als zu Beginn. Nehmt euch diese Chance nicht. Wenn keine dezidierte Aversion besteht, macht es immer Sinn, sich noch ein zweites oder auch ein drittes Mal zu treffen. Das erste Treffen ist positiv verlaufen. Jedenfalls seid ihr alle beide daran interessiert, einander noch einmal zu begegnen. Gratulation! Und damit sind wir auch bereits beim abschließenden vierten Kapitel von der Partnerwahl bis zur Erhaltung des Beziehungsglücks. Entscheidend ist es, dass ihr eine ergebnisoffene Haltung bei den weiteren Treffen euch bewahrt. Und zwar in dem Sinne, dass ihr beide oder bei einer polyamoren Beziehung, können es auch drei Personen oder mehr sein, miteinander ausloten wollt, ob ihr tatsächlich miteinander glücklich werden könnt. Jede Antwort ist also positiv. Zeigen sich doch klare Unpassungen, ist das eine wichtige Information, die euch vor einem Liebesunglück bewahrt und es euch ermöglicht, euch wieder auf neue Personen auszurichten, also noch einmal einen Schritt zurückzugehen, um wieder mit dem Start der Partnersuche zu beginnen. Ist demgegenüber die Antwort, es passt, ist es natürlich noch besser und jetzt geht es darum, alle Mehrgleisigkeit zu beenden, aus der Online-Partnersuche auszusteigen und sich auf den Aufbau der Beziehung auszurichten. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Ja zu sagen? Der richtige Zeitpunkt, um Ja zu sagen, ist da, wenn die folgenden vier Fragen überzeugend mit Ja beantwortet werden können. Erstens, besteht eine Basis aus Zuneigung und Liebe zwischen euch? Zweitens, könnt ihr gemeinsame Lebensziele finden? Drittens, seid ihr beide oder ihr alle bindungsbereit? Viertens, sind alle Beteiligten auch bereit, etwas zu verändern. Denn eine neue Beziehung bedeutet, dass ihr ein Stück weit aus dem Alltagstrott schon aussteigen müsst. Einen Partner oder eine Partnerin zu haben, ist nicht etwas, was wir einfach nur im Gepäck mittragen, sondern es verlangt von uns auch, neue Bahnen einzuschlagen. Ist es nun soweit gekommen, dann wünsche ich euch viel Glück bei dem Beginn eurer neuen Beziehung und hoffe, dass das Glück auch dauerhaft halten wird. Und dazu gebe ich dann in dem Kapitel auch noch einige Tipps. Genau genommen benenne ich 18 Strategien, um die Beziehungszufriedenheit aufrechterhalten zu können. Das ist nämlich keineswegs selbstverständlich. Es ist so, dass ungefähr 70% nach den Auswertungen des Soziologen Rosenfeld in den USA aller neuen Beziehungen, wo die Beteiligten nicht sofort geheiratet haben, sich innerhalb des ersten Jahres wieder auflösen. Und selbst bei Beziehungen, wo die Betreffenden heiraten, geht die Mehrheit irgendwann auseinander. Und schließlich gibt es unter den Beziehungen, die fortbestehen, eine ganze Reihe an Beziehungen, die unbefriedigend sind, bis hin zu toxischen Beziehungen. Es macht also Sinn, darüber nachzudenken, was wir tun können, damit das Liebesglück in einer neuen Beziehung auch tatsächlich fortbestehen bleibt und sich nicht in ein Unglück verwandelt. Und ich benenne jetzt kursorisch einfach einmal drei Strategien, um euch einen Eindruck zu geben, was dort in dem Buch so empfohlen wird. Die mit am wichtigste Strategie, wenn wir sie wirklich so sortieren wollen, ist es,
miteinander zu reden und immer miteinander im Gespräch zu bleiben und zwar offen miteinander zu kommunizieren. Denn sich wechselseitig zu verstehen ist eine ganz zentrale Basis für den Zusammenhang. Und das wird von vielen vernachlässigt. Und damit wir dies nicht vernachlässigen, gibt es eine weitere Strategie, die vielleicht etwas formalisiert oder künstlich wirkt, aber tatsächlich hochwirksam ist. Nämlich Partnertage und Beziehungstage einlegen. Bei Partnertagen steht eine Person und deren Bedürfnisse ganz im Vordergrund. Und bei Beziehungstagen steht die Beziehung als Ganzes im Vordergrund. Zum Beispiel etwas Spannendes, Abenteuerliches miteinander zu unternehmen. Aus dem Alltag gemeinsam heraustreten. Und eine dritte wesentliche Strategie ist, die richtige Balance zu finden zwischen Veränderung und Akzeptanz. Manches können wir verändern, aber nicht alles können wir ändern. Und manches brauchen wir im Grunde auch gar nicht ändern, weil es bei genauer Betrachtung gar nicht so wichtig ist. Dann können wir es zum Beispiel einmal als Marotte hinnehmen, es akzeptieren. Wenn wir es akzeptieren, dann kommt es bereits zu einer Erleichterung, zu einer Entaktualisierung. Allerdings sollten wir keineswegs akzeptieren, was zentral gegen unsere Bedürfnisse verstößt. Denn dann kommt es zwar zunächst gegebenenfalls auch zu einer kurzfristigen Erleichterung, dauerhaft aber zum Frust, zu Konflikten, zu Streit und Trennung. Es ist jedenfalls wichtig, an einer Beziehung kontinuierlich zu arbeiten. Und wie diese Beziehungsarbeit vonstatten gehen kann, damit sie das Beziehungsglück tatsächlich fördert, das könnt ihr gerne auch in meinem Buch noch einmal ausführlich nachlesen. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick gegeben in mein Buch A Perfect Match, Online-Partnersuche aus psychologischer Sicht. Es heißt bewusst nicht A Perfect Match, Online-Partnersuche aus psychologischer Sicht, sondern es heißt A Perfect Match mit dem Fragezeichen. Denn auch das werdet ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, sofort sehen. Das perfekte Match gibt es tatsächlich nicht. Aber wir können vieles dafür tun, um Menschen kennenzulernen, mit denen wir eine gemeinsame Kompatibilität als wichtige Voraussetzung für unser Beziehungsglück tatsächlich entwickeln und auch dauerhaft aufrechterhalten können. Ich habe euch jetzt bereits viel über mein Buch erzählt und ich hoffe, auch du wirst Leserin. Um mein Buch zu bestellen, schau bitte unten in die Infobox hinein. Dort findest du zwei Links. Einmal kannst du das Buch direkt über uns beziehen, aber genauso gut kannst du dir erstmal das E-Book ein wenig anschauen. In diesem Sinne sage ich Tschüss für heute und verbleibe noch einmal mit meiner abschließenden Bitte. Gebt meinem Video ein Like, bitte abonniert meinen Kanal und außerdem lasst mich unbedingt über eure eigenen Erfahrungen und Gedanken wissen und schreibt sie unten in die Kommentare, dann können wir auch darüber diskutieren. Sei bitte beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao!